Gott, oh Gott, fängt schon mit einem Sprachfehler an. Willkommen zurück in Writing World. Wir haben letztes Mal uns den Garten angeguckt, das Dach vollendet, ein paar Kleinigkeiten aufgestellt und beschlossen, dass hier unser Haus angebaut werden soll. Dafür braucht man natürlich erstmal eine geebnete Fläche und das ist auch so das, womit wir uns heute größtenteils beschäftigen. Darum hole ich mal die Harke raus. Erstmal ein bisschen Plan hier. Ich weiß gar nicht, wie groß es werden soll. Also eigentlich baue ich am liebsten immer gigantisch, aber das ganze Material zu sammeln ist natürlich auch kein Kinderspielchen. Beziehungsweise ist es sehr zeitfressend. Ich hake erstmal ein bisschen. Ja, Rising World. Ist jetzt gerade mal ein bisschen über einen Monat draußen. Läuft wirklich super. Kommt tut das Ganze von JIW Games. Wenn ich mich nicht vertue, also JIW. Die haben ihren Sitz in Paderborn, gar nicht weit weg von mir. Also wirklich ein kleines deutsches Unternehmen. Finde ich ganz klasse, was die hier bisher so auf die Beine gestellt haben. Ich meine, ich erwarte da noch sehr viel mehr. Aber so bisher schon super. So, Baumfeld. Was mir noch ein bisschen fehlt, das ist aber nicht so schlimm, das wusste ich vorher, als ich es mir gekauft habe, ist dieser Survival-Effekt, also Nahrung anbauen, Tiere jagen, essen. Vielleicht auch das ein oder andere gefährliche Tier wäre ganz nett. Ich habe gesehen, ich war auf der Facebook-Seite und habe gesehen, dass es auch schon Bären und Hasen gibt. Beides habe ich noch nicht mit eigenen Augen gesehen, aber da waren zumindest Abbildungen. Ich wüsste ja gerne, ob der Bär auch so friedlich ist wie die anderen Tiere. Aber gut, vielleicht finde ich ja noch einen. Oh, hier haben wir schon wieder so einen monströsen Krater. Na gut. Wir ebnen noch ein bisschen weiter. Endlich mal zu einem echten Bauprojekt kommen. Ich meine, so ein Gartenhäuschen ist ja was ganz Nettes und Schickes und es ist schnell aufgestellt. Aber es ist natürlich nicht alles. Ich werde auch versuchen, die nächsten Tage so ein bisschen fleißiger noch für euch zu filmen. Denn es ist gar nicht mehr lange hin, dann kommt HMZ1 raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt jedem was sagt. Das ist von Sony Online Entertainment. Neues Survival Crafting Game. Also basiert oder ähnelt so ein bisschen 7 Days. Zumindest scheint es so. Mit ein bisschen DayZ-Charakter dazu. Könnte sehr, sehr spannend werden. Ich warte ganz gespannt drauf schon eine ganze Weile. Und ich befürchte, wenn das soweit ist, werde ich auch erstmal ein bisschen mehr mich damit beschäftigen. Werde ich Rising World bestimmt nicht vergessen, aber es könnte sein, dass ich dann ein bisschen pausiere. Denn wir haben ja alle nur begrenzte Freizeit. Unsere Hobbys auszuleben und es ist dann schon schwer, zwei Spiele so richtig aktiv zu spielen. Aber gut, das ist ja noch ein paar Tage hin. Dann bauen wir jetzt hier erstmal weiter. H1Z1 werde ich übrigens dann auch sehr wahrscheinlich nicht mehr allein unterwegs sein. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich viel zusammen spiele, mit dem ich in Zukunft auch zusammen aufnehmen möchte. Ne, Magnum, an dieser Stelle einen schönen Gruß an dich. Wir sind auch schon fleißig am Daddeln, haben gestern Abend auch mal so unsere ersten Aufnahmeversuche zu zweit gemacht bei 7 Days. War eine totale Katastrophe. Also, wir haben genauso viel Blödsinn gequatscht wie sonst, aber haben produktiv nicht viel auf die Reihe gekriegt. So als Vorführeffekt. Aber war nicht schlimm, hat Spaß gemacht. Das ist ja im Grundlegenden erstmal das Wichtigste. Ich hoffe ja auch, wenn hier noch ein bisschen mehr bei Rising World geht, also der Survival-Effekt auch wirklich da ist, dann werde ich Magnum auch dazu kriegen, hier mal ein bisschen mitzubauen. Hier diese Grundfläche hier an dieser Seite noch begradige, dann ist das schon relativ groß. Ich will auf jeden Fall ein zweietagiges Haus. Ich muss ja auch mal ein bisschen mit den Treppen und so experimentieren. Ja,
Darüber hinaus habe ich mir aber noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich werde wohl auch wieder einen einfachen Klinkerstein nehmen, also ähnlich wie beim Gartenhäuschen. Den Boden in der Erdetage werde ich wohl aus Stein machen, die oberen Böden aus Holz. Das sind so Kleinigkeiten, die mir zumindest im Moment vorschweben. Ich will klar erkennbare Räume, also es soll zumindest an ein realistisch grenzendes Haus erinnern. Ob ich da jetzt den puren Luxus auspacke und so mal so tue, als ob ich mir Marmor leisten könnte oder ob ich ein bisschen bodenständiger bleibe, das weiß ich noch nicht. Manche Sachen ergeben sich aber auch erst so beim Machen und Tun. Das wirkt ja alles so tief hier. Des Bodens, den ich weggemacht habe, muss ich dann wieder auftun. Nein, da war sogar Schatz. Gar nicht so einfach, den Riesenhügel wegzumachen. Okay, die Fläche sieht ja schon mal ganz gut aus. Also wenn ich ihn auf die alte Höhe wieder hochbringe, wird er auf einmal auch wieder grün. Okay, ja, ist jetzt nicht das Spannendste hier. Fällt jetzt auch gar nicht ein, was für ein Blödsinn ich noch erzählen kann zur Beschäftigung. Okay, gleich ist es schon geschafft. Es ging jetzt schneller als ich dachte. In den Vormann. Da ich es auf zwei Etagen bauen werde oder will, wie ich ja schon sagte, denke ich mal, ist es grundlegend auf dieser Höhe. Allerentscheidendste. Ja, jetzt habe ich noch ein paar von den Steinen. Ich sagte es ja letztes Mal, dass ich eigentlich ganz gerne hier noch so einen kleinen Terrassenbereich angrenzen würde. Ich habe zwar auch nicht mehr so viele von den Steinen, aber langsam kommen ja auch die ersten Ideen, wie das hier mal aussehen könnte.
ganzen unterschiedlichen Sounds hier auf jeden Fall sind schon gewaltig bei den unterschiedlichen Untergründen. So, Erde brauchen wir erstmal nicht mehr. Mauern war nicht mehr bei mir. Der Pflasterstein ist überflüssig. Was wollte ich holen? Ich brauche noch Stein. Definitiv. Das waren mal doppelt so viele, also zwei Reihen hat sich komplett mit Steinen gefüllt, bevor ich angefangen habe mit dem Dach und dem Außenbereich. Und ihr seht, das Zeug verschwindet relativ schnell. Ist kein Beinbruch, da können wir immer wieder Neues holen, aber Pflastersteine, da waren wir drinne, da sind meine Platten. Ich mache jetzt einfach zur Vorsicht nochmal ein Stack, also 64 Stück. Wären ja nicht schlecht. Ja, wo war ich von JIW Games? Also ich persönlich kannte die nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange die da sind. Habe jetzt auch auf die Schnelle, ich habe nur einmal kurz nachgeguckt, nicht so sehr viel Hintergrundinformation gefunden. Aber was man sagen kann ist, dass die hier schon einen richtig guten Anfang hingelegt haben. Also die sind auf dem besten Wege, hier mit was zu erreichen. Das gibt's ja nicht. Schon wieder alle. Ich glaube, wenn das hier ausgefeilt ist, ist das was für jeden, der Minecraft gespielt hat und der gerne baut und Klötzchen hat. Und zusätzlich auch noch für jeden, in meinem Bekanntenkreis sind auch wirklich ein paar Leute, die sagen, nee, Minecraft probiere ich nicht, die Grafik gefällt mir nicht. Habe ich auch mal behauptet, habe es dann ausprobiert und bin ganz, ganz lange drauf hängen geblieben. Wie ihr das ja wahrscheinlich kennt, wenn ihr Minecraft kennt, ne, ist ja schon süchtig machend. Ich glaube, das hier kann auch das Potenzial kriegen. Ist ja so bei die Sims, das habe ich früher sogar auch mal gespielt, das ist zwar schon lange her, aber da bin ich auch schon mal drauf hängen geblieben. Und da waren es dann ja auch wirklich die schön gemachten Möbel und Möglichkeiten. Ich glaube, dieses Spiel hier kombiniert das so ein bisschen. Also grafische Möglichkeiten wie bei den Sims mit wirklich tollen Möbeln und Effekten und Accessoires und gleichzeitig halt so einem Minecraft-Baucharakter, die dazu noch so ein bisschen Survival oder Leben bringen. Doch, also ich glaube, das ist genau das, was man im Moment möchte. Sehr zeitgemäß. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich traue es dem Spiel auf jeden Fall zu, dass es ganz, ganz groß wird. Ja, so, das hätten wir. Jetzt brauchen wir einen Grundstein. Wie möchte ich das Häuschen bauen? Wenn ich das schon wüsste, wäre ich einen ganzen Schritt weiter. Gehen wir mal zu den Steinziegeln. Diesen Steinziegel habe ich ja benutzt für das Gartenhäuschen. Den finde ich grundlegend auch nicht schlecht. Aber da das hier ja nichts mit der Realität zu tun hat, kann sich unser Haus ja auch ruhig ein bisschen absetzen. An den Gartenschuppen. Sandstein. Ein ganzes Haus aus Sandstein finde ich, glaube ich, too much. Marmor, ja. Vielleicht so als Badezimmerfliese. Steinfliesen sind auch wirklich nur Fliesen. Was haben wir denn hier so in Richtung Beton? Also ein Betonbunker. Nicht mehr im Kalten Krieg. Wir können uns ja auch schon was Schöneres leisten. Mit dem Putz finde ich eigentlich auch schön gemacht. So diese Alternative des realistischen deutschen Hauses. Da merkt man auch schon wieder, dass das hier von deutschen Entwicklern ist. Schön, wirklich schön. Also die Auswahl ist toll. Dennoch bin ich unschlüssig. Ja, die Auswahl ist wirklich groß. Die mag ich nicht. Das hier könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Moos auch schön.
viele Varianten. Ihr merkt es vielleicht, ich bin unglaublich unschlüssig, was mir denn jetzt zusagt. Ich glaube, ich baue so ein dunkles Häuschen. So, ich mache jetzt einfach. Ich Mist gemacht habe, packe ich es halt nachher wieder weg. Okay, haben wir jetzt erstmal ein paar. Mindestens für einen Grundrahmen. Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende. Nicht, dass uns das stoppen muss, aber. Nehme ich jetzt die ganze Fläche ein. Ja, das mache ich. Wieder verbockt. So, schon ist der erste Stack weg. Wir haben eine Grundplatte. Ich mag es ja ganz gern, wenn das Haus etwas höher ist. Wenn man vielleicht mit einer ein oder zwei Stufen hochgeht, das fände ich ganz schön. Das kostet zwar dann Unmengen Stein, aber gibt uns die Möglichkeit, später auch noch zu unterkellern, wenn man denn Lust drauf hat. Ich glaube, werde ich so machen. Könnte doch sogar was werden. Ja, ich lasse mich jetzt einfach mal von der Kreativität hier leiten. Wir brauchen Nachschub. Dann werde ich auch dran denken, die gleich bei Favoriten reinzusetzen. Hoffe ich. Okay, das war ein Steinziegel. Das war diese Sorte. So, übrigens habe ich inzwischen entdeckt, wenn ich einfach den Mauszeiger gedrückt halte, anstatt tausendmal drauf zu klicken, läuft das auch. Schön ist, wenn ich es einmal herstelle, er speichert die 64 und noch ein zweites Mal, ein drittes und ein viertes. Je nachdem, wie groß eure Bauprojekte dann werden. Öffnung zum Hochkommen. Warum willst du denn jetzt nicht? Noch sieht das nicht sehr kreativ aus, sondern einfach wie ein viereckiger Kasten. Aber mal schauen. Also vielleicht fällt es ja oder mir beim Bauen ja noch mehr ein. Jetzt hier ein bisschen abzupimpen. Also grundlegend finde ich das schon gar nicht so schlecht. Vorlaufen lassen, da vorne nicht. Ich will mal schauen, ob mir das zusagt. Ob ich die dann hier einfach einmal einknicke. Steine.
Jetzt machen wir noch die Bodenplatte da rein. Boden, Fliesen, Fliesen, Fliesen. Das ist natürlich alles sehr steril. Das ist vielleicht alles ein bisschen viel des Guten. Für den Innenbereich zumindest. Ja, ihr seht, es ist immer wieder das gleiche Problem. Da muss ich halt erstmal überlegen, mit was man da überhaupt bauen möchte. Ein Steinboden im Erdgeschoss fände ich schon ganz schön, aber wenn dann natürlich Unterschiede zwischen Küchen und Wohnbereich oder so später auftauchen, ist es natürlich schnell möglich, dass ich das Zeug wieder weghacken muss, weil es mir nicht gefällt. Ich natürlich gerne gleich eine Komplettlösung. Oder ob ich doch so eine Art Laminarparkett da reinziehe. Mal gucken, was das Holz so bietet. Baumstammstücke brauche ich dafür. Okay, davon habe ich ja gar nicht mehr so viele. Habe ich denn noch Holz in der Kiste? Nein, habe ich nicht. Okay. Was soll's? Eine schnelle Entscheidung muss her. Mir immer noch nicht leicht fällt. Ein nur gegossener Betonboden finde ich auch nicht schön. Das war halt sehr interessant. Steinfliesen. Alles nicht so das, was mir gerade Augen schwebt. Marmorboden. Ich versuche jetzt mal den Marmorboden. Wenn mir nachher nicht gefällt, dann, wie gesagt, ändere ich das halt nochmal. Gucken, ob hier Statik wichtig ist, dann wird mein Boden nämlich wieder einkrachen. Ich glaube fast nicht, dass das jetzt schon relevant ist. Dach hat ja auch gehalten ohne jegliche Stütze. Nach wie vor immer noch Übung. Aber die Steine reichen eh nicht. So rein optisch sieht das gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, mag sein, dass ich so einen Teilbereich davon noch mal ändere. Alles in allem finde ich das schon ganz nett. Okay, das war's. Habe ich noch in der Kiste. Ein Stack mache ich noch, dass wir wenigstens die Bodenplatte fertig haben. Denn wir wollen ja auch was schaffen hier. Und dann werde ich mich wohl bis zu unserem nächsten Wiedersehen wieder mit dem Sammeln von weiteren Steinen befassen müssen. Oh Gott, oh Gott. War es jetzt der, den ich genommen habe? Ist jetzt zwar
Einmal ein Ende durchgelaufen. Ich habe hier jetzt natürlich wieder nicht mal für Favoriten gesetzt. Ja, wenn man mal schnell noch was fertig machen will. Okay, der ist es. Holen wir mal schnell noch ein paar. Und der Kürbis ist immer noch cool. So, Favoriten. Da ist er. Aber wir haben Nachschub. Material geht hier wirklich sehr, sehr schnell durch beim Bauen. Und es wird auch gar nicht ganz reichen, aber das ist dann auch kein Weltuntergang. Gut, die grundlegende Platte haben wir fertig. Kann zumindest schon mal sehen, was es werden soll. Es ist schon wieder tiefste Nacht. Ich würde sagen, das soll auch erstmal gereicht haben. Wir haben die Grundfläche bearbeitet. Wir haben einen unteren Rahmen gebaut. Nächstes Mal werden wir uns dann mit den Stufen beschäftigen, mit dem Beenden der Bodenplatte und selbstverständlich mit dem ersten Aufziehen der Rohbauwände. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es gab was zu sehen. Wenn ihr mögt, schaut mal wieder rein. Bis die Nächte.